willkommen hier im Löwenzahn-Fanclub. Willkommen in Bärstadt. Heute machen wir mal was, was ich bisher noch nie gemacht habe. Und zwar, ich möchte unsere Löwenzahn-Folgen mal ein Ranking unterziehen. Da fangen wir an bei Staffel 26. Ich werde das, denke ich mal, so im Wechsel machen. Meine Staffel Fritz, meine Staffel Peter. Und bitte beachtet, das ist meine Meinung. Wenn ihr die Folgen toll findet, wo ich sage, ist nicht so meine, ist das toll. Denn du hast eine andere Meinung, ich habe eine andere Meinung, so muss das sein. Ne? Also nichts, worüber man sich aufregen muss, der Tag wird wunderschön. Okay? Wir starten, wie gesagt, mit Staffel 26, der Anfangsstaffel von Fritz. Und ich habe mir überlegt, wir werden das so machen, dass ich sie bewerte mit S für Superfolge, gucke ich immer wieder gerne. A für eine gute Folge, B für eine Geht-so-Folge, ja, kann man mal gucken, gucke ich aber sehr selten, und C für nicht mein Fall. Gut, ich werde die Folgen so mal durchgehen, werde mal kurz ansprechen, worum es da geht, und dann werde ich dazu meine Meinung sagen. Na? Ich hoffe, euch gefällt's. Wir fangen heute an mit den ersten, was haben wir denn, 16 Folgen, also die ersten 8 Folgen der Staffel 26 und im nächsten Video dann die nächsten 8 Folgen. Und so werden wir erstmal weitergehen, wenn wir bei Fritz Fuchs sind, weil das sind ja mal 16 Folgen in den Anfangsstaffeln. Und ja, na dann, haben wir einen schönen Tag. Es scheint die Sonne, es ist wunderbares Wetter. Also, fangen wir an. Und wir fangen natürlich an bei der Folge Verblüffende Entdeckung in Bärstadt, dem Pilotfilm. Ja, hier hat mal einer gewohnt. Nachbar Paschulke stemmt die Hände in die Hüften und beäugt Fritz Fuchs misstrauisch. Der ist von dem verlassenen Bauwagen ganz begeistert. Eigentlich soll er ihn samt Stuhltreppe, Dachterrasse und Freiluftbad entsorgen. Aber dann beschließt Fritz selbst, in das rollende Eigenheim einzuziehen. Jo, der Pilotfilm zum Start von Fritz Fuchs. Ein zweischneidiges Schwert. Auf jeden Fall ein S. Ich gucke die Folge immer sehr, 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 sehr gerne und habe sie auch schon in den ganzen Jahren über 10 Mal gesehen. Ein zweischneidiges Schwert deswegen, weil, also toll ist zum Beispiel, wie Fritz sich den Bauwagen ausdenkt und den dann einrichtet. Leider ein bisschen kurz geraten, finde ich. Das hätte ich gerne ein bisschen länger gehabt, aber ist eine nette Anspielung an die Folge mit Peter. Dann natürlich das Zusammenspiel mit Paschulke, der hier noch ein bisschen den forschen Nachbarn wieder spielt. Finde ich sehr schön. Und was ich absolut liebe an dieser Folge, ist den Ralf Richter, den Schrotthändler. Weil der spielt einfach so klasse. Und ich finde, er sollte mal wieder in Bärstadt auftauchen. Muss ja nicht böse sein. Er war ja auch nicht böse. Er wollte einfach bloß sich dieses Schnäppchen, auch eine Anspielung an uns Fans, von wegen, er hat ja jemanden, der den kaufen würde. Und ich glaube, es gibt einige, die den Löwenzahn-Bauwagen kaufen würden, wenn es denn möglich wäre. Ja, also, er möchte einfach dieses Schnäppchen sich nicht entgehen lassen. Und ja, welcher Geschäftsmann würde sich das tun, würde das machen, ne? Also, ich finde, er ist einfach super in seiner Rolle. Und ja, Fritz da noch ein bisschen zurückhaltend und so ein bisschen, ja, ich finde die ersten, naja, die ersten paar Staffeln, da merkt man, da war Fritz noch nicht so ganz drin. Das ist heute ganz anders. Er ist Fritz Fuchs, Guido ist Fritz Fuchs, aber damals noch mit den Versprechern und den ganzen, es gab so ein paar Sachen, die wirkten auf mich künstlich. Warum auch immer. Ich kann es nicht ganz beschreiben. Es ist einfach so, ich habe das Gefühl, dass das passte nicht zu Guido. Und vielleicht ist es auch anders gewesen. Vielleicht war es auch seine Idee. Das weiß ich nicht. Sollte ich die Chance haben und ihn mal wieder sehen, dann werde ich mal fragen. Aber eigentlich denke ich, dass das passte. So ein paar Sachen passten einfach nicht. Ich hatte auch abgelegt und heutzutage mag ich ihn sehr gerne in der Rolle. Aber der Anfang war so ein bisschen, naja. Gut, aber in der Folge, ja, das passte sehr gut mit den Hausbewohnern, wo Fritz erst wohnte,
Und dann, ja, sie passen nicht in das Haus und sie machen zu viel Dreck und ihr Hund ist zu groß und so eine Sachen. Und dass er dann natürlich im Elchwinkel landet, das, ja. Die andere Sache ist, ich verstehe den Zeitsprung nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum? Weil wir haben ja zwei in der Staffel 25 gesehen. Peter ist mit seinem Bauwagen nach Pölser, also quer durchs Land, und wieder zurück. Und jetzt sind wir in der Staffel 26 und der Bauwagen ist verlassen, total überwuchert. Die Leitungen sind schon nicht mehr in Ordnung. Das hat noch nie gepasst, finde ich. Aber naja, gut. In Bärstadt ticken die Uhren anders. Ja, das war so das Einzige. Und ich frage mich, also wenn wir ganz ehrlich sind, die Bilder, die Fritz Fuchs im Bauwagen findet, wer hat die denn gemacht? Wir sehen ein paar Schulke mit Seife und so. Ja, aber wer soll denn da im Garten gewesen sein und hat die Fotos gemacht? Aber naja. Schwamm drüber. Ansonsten eine tolle Folge. Ein S von mir für verblüffende Entdeckung in Bärstadt. So, dann haben wir Kakerlaken. Schabenalarm im Bauwagen. Eine super Folge. Geht darum, mit einem Riesenschrei versucht Nachbar Paschulke seinen Erdbeerkuchen vor der Kakerlake in Sicherheit zu bringen. Fritz sieht noch, wie sich das bräunlich schimmernde Insekt hinter einem Regal verkriecht. Mit Schutzanzug und Giftspritze bewaffnet, rückt Paschulke dem Insekt auf den Panzer. Doch Fritz kommt mit einer Lebendfalle zuvor. Schließlich will er herauskriegen, warum das Schabentier gefaucht hat. Eine klassische Löwenzahnfolge. Wenn Fritz unterwegs ist und weil wieder dorthin geht, wo er nicht hingehen soll, ist das typisch, so wie Peter das auch gemacht hat. Und ich finde, das war ein super Einstieg mit einem interessanten Thema, zwar nicht für die Mittagszeit, aber ein interessantes Thema mit einer Fauchschabe. Wer kennt schon eine Fauchschabe? Ja, ich gebe der Folge ein S für den Einstieg, eine super Folge. Ich kann sie immer wieder gerne gucken. Ein S und auch Piet Klocke als etwas verhuschter Professor. Einfach top. Also mir gefällt sie sehr gut. Ich gucke sie immer gerne. Ein S von mir für Kakerlaken, Schabenalarm im Bauwagen. Und weiter geht's. Hubschrauber, Höhenflug im Elchwinkel. Hey, der fliegt ja viel zu niedrig. Fritz Fuchs sieht den Hubschrauber hinter den Baumwipfeln verschwinden und hört eine Explosion. Schnell eilt er zu Hilfe und ist erleichtert, als er nur einen Modellhubschrauber findet. Das ist eine Folge, die kann ich auch heute nicht mehr sehen. Die mochte ich damals schon nicht und ich mag sie heute nicht. Also ganz klar eine C-Folge. Diese Folge kriegt von mir ein C. Erstens finde ich es dämlich, dass man nicht unterscheiden kann, ob das ein richtiger Hubschrauber ist oder ein Miniaturhubschrauber. Dann, wenn ein richtiger Hubschrauber abstürzt und explodiert, dann gibt es einen richtigen Knall. Also das fand ich schon dämlich, als ich es damals gesehen habe. Das Thema ist ein super Thema. Und ich fand es auch interessant über Hubschrauber und wie die funktionieren. Aber die Geschichte, nee, die war überhaupt nichts. Das liegt aber auch mit daran an den beiden Polizisten, die nichts gegen die Darsteller wirklich. Aber für mich, die beiden Polizisten mit ihrer klamaukigen Art, machen die Folge eigentlich kaputt. Nee, die Folge mag ich nicht, die gucke ich sehr, sehr, also nee, die brauche ich überhaupt nicht gucken. Gar nicht mein Ding. Also, nee, ein C für Hubschrauber, Höhenflug im Elchwinkel. Weiter geht's mit rätselhafte Tiere, Bigfoot in Bärstadt. Gibt es ihn wirklich, Bigfoot, den riesenhaften, scheuen Waldmenschen? Und lebte sogar im Bärstädter Wald? Dort hat Nachbar Paschulke riesige Fußabdrücke gefunden. Fritz Fuchs beginnt mit den Nachforschungen. Er stößt dabei auf lebende Fabelwesen, Tiere, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Zusammen mit der Wissenschaftlerin und Hund Keks nimmt Fritz die Spur auf. Dina Foley. Ja. Wieder ein Over-the-Top-Charakter, hat mich damals zum Start etwas gestört. Gerade nach
Nach der Folge mit den Polizisten dachte ich, oh Gott, wo gehen wir denn da hin? Heutzutage mag ich sie sehr gerne. Denn, ja, ich finde, sie ist gut gespielt. Man muss sich erstmal an die Sachen gewöhnen. Das war natürlich alles neu bei Löwenzahn. Und ja, Dina Foley geht besser als die beiden Polizisten, finde ich. Und dann, Paschulke, typisch Helmut, typisch Paschulke wieder, der ja nur gehört hat, was? Man kriegt eine Belohnung, wenn man ein Tier, ein seltenes Tier findet. Da, das ist so typisch Paschulke und das mag ich. Und ja, finde ich interessant, interessante Folge. Gebe ich ein A. Ein A für rätselhafte Tiere, Bigfoot in Bärstadt. Dann haben wir Wildschweine auf Fährtensuche im Wald. In Paschulkes Garten sieht es aus wie ein Saustall. Sicher hat Keks nach Knochen gebuddelt, glaubt der Nachbar. Doch die Tierspuren neben den Erdfurchen sind keine Pfoten, sondern Hufabdrücke. Fritz' Verdacht fällt auf Wildschweine. Paschulke im Obelix-Kostüm. Unschlagbar. Oh je. Ja, finde ich absolut klasse. Ich mag die Folge sehr gerne. Interessant, ja. Meine Wildschweine, ich glaube, das hatten wir schon mal. Aber, ja, ist nett umgesetzt. Auch der Förster von Dietmar Huhn gespielt. Sehr gut. Ist eine typische Löwenzahn-Folge, finde ich. Von mir ein A. Ein A für Wildschweine auf Fährtensuche. Dann gehen wir rüber zu Robin, ein Fischfresser auf Landgang. Bei seinem Nordseeurlaub lernt Fritz Ronny kennen, einen gierigen Fischdieb mit heiserem Bellen und watschigem Flossengang. Ja, die erste Folge, die nicht am Bauwagen gespielt hat. Und sie ist noch was ganz Besonderes für mich. Denn, ja, es lockert das Ganze auf, weil alle anderen Folgen sind am Bauwagen, das auch die nächsten Staffeln, glaube ich, das war so, direkt am Bauwagen und das hat es sehr aufgelockert. Man war ganz woanders, Fritz konnte ein bisschen anders agieren, ja, und Ronny natürlich, den Seelöwen, toll gemacht. Dann haben wir jetzt noch Claudio Menescalco, Entschuldigung, als Enrico Bussi, den Besitzer von Ronny, super. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gucke die Folge sehr, sehr gerne. Ein S für Robin, ein Fischfresser auf Landgang. So, dann haben wir geheimnisvolle Bäume, Schatzsuche im Gehölz. Eine Schnitzeljagd im Berstädter Wald. Fritz Fuchs legt die Spur und ist schnell auf Abwägen. Die alte Eiche da sieht doch aus wie eine knorrige Hexe. Und dieser alte Baumstumpf? Nee, tot ist er nun wirklich nicht. Hinter seiner Borke krabbeln und surren viele kleine Lebewesen. Ja. Eine Folge, die, ja, ein nettes Thema. Wald und Bäume und hat mich nicht wirklich mitgenommen. Typisches Löwenzahn-Thema, okay. Mit Fritz, macht er die Schnitzeljagd für die Kinder von seinem Kumpel. Auch okay, ja. Ja, ist so eine, ich gebe dir eine Folge, eine B. Also ich gucke sie, ich habe sie, glaube ich, seit Jahren nicht gesehen. Ein B von mir. Ich mag sie, sie ist okay, man kann sie gucken. Aber jetzt haut mich nicht vom Hocker. B für geheimnisvolle Bäume, Schatzsuche im Gehölz. So, dann geht's weiter mit Gummi. Kautschuk für den Kiosk. Gummibären, Gummibäume, Radiergummis. Fritz will das elastische Geheimnis von Gummi herausbekommen. Und wie wird Gummi eigentlich zu Kaugummi? Fritz Fuchs will Kaugummi selbst herstellen. Denn an Bärstadts Schulen ist der Bubblegum verboten. Und sogar Jasmins Blütchen ist gummifreie Zone. Eine super Folge, eine wirklich tolle Folge mit einem tollen Lied und auch eine Knetanimation dazu. Und Fritz bastelt am Bauwagen, was will man mehr? Eine absolute Empfehlung dafür, ich würde sagen, ein S.
S für Gummi, Kautschuk für den Kiosk. Weil tolles Lied, tolle Geschichte. Wir sehen übrigens den Vorläufer von Herrn Klute, den Herrn von Ordnung, vom Ordnungsamt. Der taucht ja, ich glaube, in ein, zwei, drei Folgen auf. Und hier verbietet er ja Kaugummi im Umkreis der Schulen. Und deswegen will ja Fritz Kaugummi machen. Es geht ihm ja nicht darum, Gummi zu machen. Also in der Beschreibung vom ZDF ist das ein bisschen komisch geschrieben. Denn er will ja ganz klar Kaugummis machen. Und ganz toll finde ich auch den, wie heißt er denn? Warte mal. Den, genau, Axel Buchholz, der den Gärtner spielt. Auch ganz unaufgeregt, wie ein richtiger Gärtner. Nicht so over the top, sondern eigentlich toll. Und wie er dann die Idee hat und versucht, Fritz zu helfen. Eigentlich hätte er ihn ja rausschmeißen können, ne? Im Botanischen Garten, wenn Fritz da ritzen will am Gummibaum, dann ist ja wohl klar, da schmeiße ich ihn raus. Aber der war ganz entspannt und sagte, Mensch, warte mal, ich habe ja da noch Schickle und wenn du schaffst, daraus Kaugummis zu machen, dann kannst du ja das behalten und so eine Sache. Finde ich gut. Einfach toll. Ja, Gummi, Kautschuk für den Kiosk kriegt von mir ein S. Und da sind wir schon wieder am Ende der 8 Folgen aus der ersten Staffel. Und im nächsten Video bewerten wir dann die nächsten 8 Folgen. Dann haben wir die Staffel durch. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie ihr die ersten 8 Folgen bewerten würdet. Wie ist euer Ranking? Ne? Wir haben ja S, A, B, C. S für super, A für gut, B für geht so. Ich habe da meinen Spickzettel, deswegen gucke ich da mal rüber. Und C für, na, nicht mein Fall. Okay? Gut. Na dann? Dann sehen wir uns demnächst hier in Bärstadt. Also, habt noch einen schönen Tag und abschalten.